Tag hat er gesagt. So, hier voll am Ackern. Und schön ist es auch, wenn das da reingeht. Wie viel haben wir jetzt noch? Ich glaube, ja, kaum noch irgendwie Vorsprung. So sagen können, okay. Ja, ich sehe das kaum. 90, glaube ich, 90. Okay, dann können wir den nach oben hier hinfahren. Und dann ist das schon mal okay, ne? Ja. Fläche ist begradigt. Wir können ihn ja jetzt einfach mal hinstellen. Jetzt haben wir keine Probleme mehr runterzukommen. Er kann jetzt die andere. Ja, da kommt er hin. Denke ich mal. Da wird er hinkommen. Da können wir schon mal die drei wählen. Den werden wir auch noch bewegen. So. Und dann heißt es hier, wir machen Gold. Gleich. Und da freue ich mich schon drauf. Ich werde aber nicht alles machen, nur wirklich die nötigste werde ich hier ein bisschen durchrennen. Was denn sein muss, ne? Aber sonst so. Werde ich die Matten, die noch getauscht werden können oder sowas, jetzt nicht unbedingt machen. So, stopp. Er läuft da unten durch, ne? Ich kann den ja mal mitnehmen. Vielleicht unten müssen wir das auch mal auffüllen. Ne, müssen wir nicht. Aber einen Eimer bräuchten wir. Und ein bisschen mehr Wasser. So, stellen wir mal hin hier die ganze Rasselbande. Naja, ne, aufeinander. Ne, auch nicht aufeinander. Na, no. Und jetzt. Naja, gut. Wenn du Talent hast, hast du Talent. Eigentlich wollte ich hier hoch. Okay. Den ging gar nicht irgendwie. Ich für den hier mal einen kriegen sollte, ne? Dann wäre ich ja richtig happy. Aber das automatisch hier rauszumachen oder so, ne? Das wäre ja mal mega nice. Aber wir wollen ja keine arbeiten irgendwie, gefühlt. Sind jetzt wieder Tage vergangen, aber keiner kommt hier und sagt, okay, alles klar, hier, Mr. Siuni, ich will hier mal auch so eine Mark nebenbei verdienen. Macht keiner. Ganz merkwürdig, ne? Liegt es an mir oder liegt es am Spiel, ne? Das ist die größte Frage, die man sich hier stellen kann. So, eigentlich 3 Tage bis zum Winter müsste ich jetzt langsam Panik kriegen. Also was heißt Panik kriegen? Aber ne, so ein bisschen schon mal so sagen, okay, scheiße. Muss da wirklich Gas geben. So, die können wir jetzt alle bewässern. Wenn es so ist. Gluck, 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 gluck. 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 Geil. So. Den hier dran. Den gehen wir mal. Ja, die können ja voll werden hier, das ist ja egal. Die muss ich hier waschen auf jeden Fall. Juckt das Ohr. So. Rinion. Schön. Rinion. Noch schöner. Den noch nicht so ganz, weil wir müssen hier erstmal ein bisschen Gas geben, ne? Für 1% muss er ja da mindestens wegmachen. Können wir reinhauen. Und achso, ich habe gar nicht wieder hingestellt, ne? Eierkopf. Ist ja scheiße. Oh nein, er hat den nicht gemacht oder was? Ich kipp den trotzdem hier rein. Irgendwie komisch gemacht. Also das ist echt ein bisschen ätzend an der Maschine, weil irgendwas hat er da nicht richtig hingehauen, ne?
Oder er zeigt immer nur so Kacke an, weiß ich auch nicht. Ah! Hier muss ich aufpassen. Nicht so schnell. So, und dann oben die Matten, ne? Aber nur die. Die wir wirklich mitnehmen. Ne, müssen ja gar nicht die Matten machen. Ich hab jetzt erstmal wollte ich nur das machen, was ich wirklich machen muss. Ne, die kann ich auch voll drecken lassen, ne? Ja, dann haben wir ja schon alles gereinigt, Henkel. Muss jetzt nur mal gucken, da ist einmal drunter, hier ist alles sauber, alles gut. Dann ist jetzt wirklich mal ein bisschen wenig Gold diese Folge, aber das auch, weil ich nicht alles auswasche. Machen wir dann beim nächsten Mal. Erstmal nur ein bisschen das hier zusammen reiben, was man machen muss. Weil wir wollen ja den Tag auch ausnutzen. Wir ja jetzt hier nicht waschen. Waschen können wir denn richtig toll, wenn es dunkel ist. Dafür vielleicht den goldenen Nugget Nater, ne? Und da so ein paar Matten da über hast oder so. So, das wird jetzt hier noch durch hier waschen. Ich kann ja oben wieder anmachen, weil jetzt haben wir ja alles wieder original gemacht. Dann kann er hier schon mal ein bisschen weiter rödeln. Ach, so viel ist er gar nicht mehr, ne? 18%. Okay, ich dachte, da wäre jetzt noch ordentlich was drin eigentlich. Okay, dann können wir ihn wirklich ausmachen. So, haben wir jetzt da 1000, knapp so 1300 Gramm gemacht. Ist in Ordnung. Haben es ja jetzt auch nicht drauf ankommen lassen oder sowas, ne? So, hier unten muss ich noch ausmachen. So, und dann müsste der hier, genau. Ich wollte hier eigentlich, wenn er da so steht, ne, können wir gar nichts machen. Gut. Da stehen wir ein bisschen verkehrt. Oder ich kann mach das von hier. Ich wollte eigentlich diese Ecke hier vielleicht auch noch ein bisschen schön machen. Die größte Frage ist ja auch so, wie macht man das hier am Ende? Also das wird ja auch noch mal eine schwierige Aktion auf jeden Fall. Ja, muss ich mir auch noch überlegen, wie dazu gehen sollen, ne? Ja, muss mal gucken. So, kurzen Switch hier mal. So, dann wollen wir jetzt hier weitermachen. Ab in den hier rein. Und ja, auf geht's. Dings ist noch vor. Ich muss mal gucken, wie weit ich hier rum will. Eigentlich nirgendwo so richtig weit. Ein bisschen tiefer noch graben wollten wir beim letzten Mal. Also fahren will ich ja gar nicht. Und okay, erstmal wieder die Maße nehmen, ne? Wie ich jetzt hier reinmache. Ich bin ganz schön nah dran, muss ich sagen. So, das sieht ja schon mal gut aus, da. Haben wir doch ein bisschen Erfolg hier. Also da komme ich denn nicht mehr so richtig ran. Okay. Glaube auch ein bisschen einfach zu nah dran. Weiß nicht, ist das hier? So könnte ich, glaube ich, das ein bisschen auch besser sehen. Ja, natürlich vom Winkel so ein bisschen weiter weg würde natürlich auch schmecken, ne?
Auch gut. Ach ja, es gibt ja nichts Schöneres, auf den Sonntag hier so ein paar Löcher zu graben. Hier an seinem Projekt hier ein bisschen weiterzumachen. Musik ist immer manchmal ein bisschen komisch. Ja, ich grab das jetzt hier oben weg. Mir hier auf dem Po, dass wir da immer hängen bleiben. Können wir ja auch das hier ein bisschen benutzen, dann geht das auch ein bisschen schneller, wenn wir da so sind. Dann sind das ja immer mehrere Klappen mit einem Mann, ne? Da noch rein. Kann ich hier ja endlich ein bisschen auch mit den Armen tiefer. Sehr schön. Und dann lebt es hier. Jetzt die Musik ganz aufgehört. Ah ja. Kaum angesprochen, kommt es wieder, ne? Komisch, ne? Oh, mal kurz für die Ewigkeit, ne? Ihr wisst ja. Muss ja auch irgendwie gemacht werden. So, sehr schön. Motor aus. Wir fahren das Ganze aber dann ein bisschen weiter weg hier gleich. Das macht ja so keinen Sinn so richtig, ne? So ein bisschen mehr nach vorne und wir müssen ja auch die Ecke hier, denn nach vorne auch denn noch besser machen. Ist natürlich ein bisschen doof, dass die Einfahrt so ist. Wir müssten eigentlich denn hier hinten um mir eine neue Einfahrt irgendwie erschaffen. Ich glaube, das wird so rote Projekte so demnächst werden, ne? Also auch so ein Projekt für nach dem Winter. Jetzt müssen wir ja auch gucken, dass wir irgendwie ziemlich schnell was rankriegen und Geld machen. Aber für nach dem Winter, oh, jetzt wird es aber hier richtig hell, ne? Da müssen wir denn schon gucken, dass wir denn gleich nach hinten denn die Einfahrt noch schöner machen. Jetzt sehe ich hier so alles schön und alles gut, ne? Aber hier die Kante, das könnte ich hier so mit dem Bagger noch machen, wenn ich hochfahre, ne? Und dass wir hier dann versuchen, das hier eine Ebene zu machen und dann da hinten irgendwie hinzukommen. Dass das hier letztendlich ja, die letzte wird, wo wir hinmachen. So, ich muss hier erstmal den Bagger rüberfahren. So, Motor starten. Bagger fahren gehen auf jeden Fall. Den hier einmal rum. Ich glaube, wenn ich hier die Kanten wegnehme und sowas, dann sollte es ja auch schon mal gut sein. Und jetzt können wir ihn so rückwärts ranfahren hier, glaube ich, oder vorwärts, wie auch immer. Also eigentlich können wir den ja, ist ja gar nicht mal, weißt du, ich kann den ja gleich so machen, dass ich den direkt runterfahren kann. Ist ja denn nicht so schlimm, oder? Ich den hier so gleich so hinstelle, dass das hier richtig Sinn macht.
Nein, nee, nicht so, aber. Schon, oder? Mutter ist aus, okay. Erst noch auf Fahren, jetzt nicht mehr. Ja, und den Graben war nämlich jetzt so ein bisschen weiter weg. Haben wir jetzt nämlich hier vorne mal das ein bisschen frei. Ja, siehst du? Oh nein, jetzt hat meine Einfahrt kaputt gemacht. Kann ich das nicht wieder auffüllen? So. Da muss ich echt aufpassen, dass ich da nicht zu viel da reinhacke oder so, ne? Mal sehen, so weit ist das ja in der unten. Und dann mache ich das nämlich alt kaputt. Ist auch nicht so geil. Da können wir denn so gesehen. Heißt, die Einfahrt größer machen, aber so. Sehr schön. Ja, das war eine gute Idee, glaube ich, hier. Hier vorne das so zu positionieren. Ich hier einfach locker runtergraben kann jetzt hier. Er steht ja auch in einer relativ guten Position. Dann können wir nämlich auch mit dem Radlader das wieder ein bisschen begradigen, ne? Wenn wir Bock haben dazu. Hier ist ja noch einiges rauszuschaufeln, ne? So, noch eine volle Kelle. Ja, sehr schön. Das freut mich. Weiß ich nicht, hier, das hier, ne? Ob das jetzt so geil ist. Eigentlich nicht. Ob sie stören? Naja, gut. Wenn du eh nicht fahren kannst, wird alles stören. Ne? Sehen wir gleich, wenn es nach oben geht, ne? Oh, irgendwas zeigt er da kaputt an, aber ich. Das hat er ja auch schon ein paar Mal geschafft, kaputt anzuzeigen.
So, kurz mal raus, kurz mal Maschine anmachen hier. So, dann geht er hier auf. Ja, läuft ja gut, dann können wir da jetzt ja schon mal rückwärts versuchen, da ordentlich ranzufahren. Und dann können wir ein bisschen was reinkippen. Dann ist auch denn nichts irgendwie Schlimmes oder sowas, ne? Ja, ein bisschen langsamer müssen wir schon machen. Eigentlich ist das ein gutes Kipptempo. Nicht zu schnell, nicht zu langsam, ne? Ja, also wünschenswert, ganz ehrlich, bei der ganzen, naja, nicht Menge, aber bei dem, was wir hier machen, wäre ja wünschenswert schon, wenn wir so mit 10 Kilo heute rausgehen. Also aus dem Tag da, ne? Nicht heute, sondern ne, den Spieltag eben mal. Das wäre schon. Boah. Das hätte schon Gesicht. Aber ob das denn so kommt, weiß man auch wieder nicht, ne? Ob das so funktioniert. So, weil ich meine Einfahrt kaputt gemacht habe. Auch hier, ne? Den fahren wir erstmal zurück. Wir schauen mal, ne? Wenn das jetzt hier einfach so geht, ne? Aber man sieht die Keller. Das ist richtig, richtig traurig eigentlich. Ja, wenn du so fährst, dann kommst du nirgendwo. Ja, stört jetzt nicht so doll, ne? Schon ein bisschen mich, aber so, diesmal stellen wir ihn hier so hin. Jetzt machen wir mal hier Folgendes. Jetzt können wir hier mit Ihnen hier. Ich will es noch begradigen. Also, das muss irgendwie. Also, muss nicht sein, aber. Ich hätte es irgendwie gerne. So. Dann können wir hier einfach mal ordentlich ranfahren. Auskippen. Und jetzt muss ich einmal nach unten, ne? Dann versuche ich einfach mal hier diese. Weißt du, dieses, was reinfällt, ist ja nicht so schlimm. Aber das, was nach oben geht, diese Piekse, das ist natürlich nicht so gut. Nicht so geil. Da kriegen wir das denn irgendwie ein bisschen besser weg jetzt hier. So. Kelle runter. Jetzt müssen wir es erstmal so wieder so begradigen, wie das hier nach oben geht. Also ich habe eigentlich noch nichts in der Kelle. So, er kann, also. Jetzt hat die ganze Sache irgendwie noch ein bisschen schlimmer gemacht, ne? Kann das? Jetzt komme ich gar nicht mehr nach oben. Nein, was habe ich gemacht? Da wird es einfach nur ein bisschen das reparieren, ne? Naja, warte mal. Da können wir das ja auch hier.
Und jetzt kriegt man wieder, jetzt kommt man wieder nach oben, oder? Ja, nicht ganz mit Tempo, aber schon. Okay, ich glaube, ich lasse es einfach hier. Da muss ich denn echt so ein bisschen, vielleicht wirklich irgendwann mit dem Bulldozer denn da arbeiten. Gut, ich habe es probiert. Ich sag bis nächstes Mal. Schönen Tag noch. Bis dann.